Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wir haben hier heute ein neues Lichtschwert und zwar ein sehr günstiges. Eins, das man wahrscheinlich über Instagram, Facebook, ich weiß nicht, ich habe kein Facebook, vermutlich schon 1 Million Mal gesehen hat. Und zwar ob von Pada Wars, Seb Wars, Cosplay, sowieso, .UK, China, Wish, sowieso. Ja. Eins von diesen komischen, jetzt in dem Fall habe ich es bei Seb Wars, Pada Wars, keine Ahnung, es ist sowieso das gleiche, haben das gleiche Logo und die geben sich noch nicht mal im Text Copy-Paste-mäßig die Mühe, da bei Pada Wars das Seb Wars zu ändern in Pada Wars. Aber dazu in einem anderen Video mal mehr. ja, packen wir das ganze Ding mal aus. So kommt das an, in so einer Schaumstoffröhre hier. Und so sieht das Ding aus. Das brauchen wir nicht mehr. So sieht das ganze Ding aus. Ist, ja, einfach in so einem matt Silber jetzt hier in dem Fall. Ich glaube, ich mache das Licht mal ein bisschen dunkler. So ist, glaube ich, schöner. In so einem matt Silber habe ich es jetzt hier bestellt. Was sehen wir hier? Also, wir haben hier vorne ganz normal den An- und Ausknopf. Der ist auch beleuchtet. Kommen wir gleich zu. Ladebuchse. Zwei Schrauben, die das Mainboard halten, eine Schraube, die den Kühlkörper hält und zwei Madenschrauben hier, um die Klinge festzuhalten. Ansonsten haben wir hier unten noch einen Lautsprecher, der lässt sich auch hier unten abschrauben, der Pommel. Lautsprecher ist fest verbaut, also am Pommel hier fest. Übrigens, das ist der Buffer, um Vibrationen aufzufangen. Es ist einfach eine Verpackungsnudel, aber sie tut ihren Job. Könnte schlimmer sein. Ich stopfe das Ding jetzt einfach da rein. Hier ist das so fest. Schraub das Ganze wieder drauf. Und der Emitter hier vorne lässt sich auch abschrauben. Vermutlich kann man da auch was anderes dran machen. Hier sehen wir das Leuchtmittel. Vermutlich kann man da noch was anderes dran machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lässt er sich auch abschrauben. So. Ist aber trotzdem auch schön zentral hier. Gut, jetzt hier minimal. So. Ja. Was ist im Lieferumfang enthalten? Legen wir das erstmal beiseite. Wir haben hier ein Ladekabel. USB auf whatever da auch da für ein Stecker ist. Ein Tütchen mit Ersatzmadenschrauben, wie immer. Dieses komische Bums-Gummiband, was man da drum machen kann, werde ich nie im Leben benutzen. Wer das drum macht, der ist einfach zu geizig, um sich ein ordentliches Grip-Tape zu kaufen. Mal abgesehen davon, ich glaube schon, dass es gut kleben kann, aber das ist wirklich so ein Gummizeug. Ich weiß nicht, das ist... Also ich finde es nicht gut. Ich würde lieber normales Grip-Tape machen, dann sieht das aus wie bei meinem anderen Lichtschwert, das muss ich übrigens noch holen. Und ein Imbusschlüssel wieder. Ist dieselbe Größe wie bei jedem anderen irgendwie auch. Es sind halt immer die gleichen Madenschrauben. Tun wir erstmal wieder hier rein. Und eine kleine Beschreibung. Na, danke für den Kauf. How to use Version 6. Ja. Und dann steht das hier halt alles auf Englisch und auf, ich glaube, Spanisch, würde ich sagen. Und auf der Rückseite, wie man dieses Bumsband drum macht. Wie gesagt, ich würde es nie im Leben da drum machen, aber naja, gut. Ja, gut. Ich habe mich schon mal so ein bisschen hier rumgefuchst, was man da so machen kann, wie das aussieht und so weiter. Kommen wir jetzt zu. Ich hole mal eben das andere Lichtschwert dazu, als Referenzwert. So, also, was ich übrigens noch vergessen habe, die Klinge, die dabei ist, ist, das ist nämlich auch das Wichtigste, das ist die Klinge. Vorne spitz. Spitze ist auch gesteckt, nicht geschraubt. Ja, hat dann auch so einen Buffer hier hinten drauf, so einen Schutz. Was ist wichtig zu beachten? Die Klinge ist keine 1 Zoll Klinge, also die ist schmaler. Das heißt, auch die Klinge hier kriege ich da gar nicht rein. Die schon hier rein, aber das ist halt, hält halt nicht so gut, ne? Das ist das Grip Tape, wovon ich gesprochen habe. Das würde ich halt immer lieber drauf machen, weil A, hat das wirklich eine Textilstruktur, also ist halt wirklich Stoff. Es klebt besser und es ist halt wirklich griffig und sieht einfach besser aus. Also, sorry, ne? Ja. So.
Gut, legen wir erstmal hier so hin. Das brauche ich gleich. So, dann machen wir einmal die Klinge dran. Das heißt, den komischen Puffer hier weg. Einfach draufstecken. Ist es jetzt schon ganz drin? Ne, ist noch nicht ganz. Jetzt ist es ganz drin. Die Klinge, die mitgeliefert wird, ist in dem Fall 80 cm. Gut, es waren jetzt nicht ganz 80, es sind irgendwie 76 oder 78 oder so. Ne? Ja, die ist einfach weiß. Kein Diffusor, also keine Folie drin oder so. Die ist einfach nur weiß und leer. Was ich als erstes noch gemerkt habe, möchte ich mal kurz noch sagen, die Madenschraube, die den Kühlkörper hält, die guckt so ein bisschen raus. Hier sieht man auch. Ne? Das gleiche war bei dem von Elegant Weapons auch. Ich habe die einfach ein Stück gekürzt. Jetzt ist die wieder plan. Werde ich mit der genauso machen. So, machen wir das Ding einmal an. Den Knopf einfach kurz gedrückt halten. Und dann wird es auch jetzt... Ich glaube, der Sound ist noch an. Okay, Sound habe ich ausgemacht. Gut. Ja, Klinge ist jetzt erstmal auf Orange gestellt. Was kann ich jetzt hier machen? Also erstmal, hier sieht man schon der Button, der leuchtet. Ne? Ja, sieht man. Der Button leuchtet in weiß jetzt in dem Fall. Was kann ich machen? Also an, klar, eine Sekunde halten. Wenn ich es ausmache, gedrückt halten. Und jetzt blitzt das immer so. Das ist quasi eine Zählhilfe. Und dann geht das aus. Denn, wofür blitzt das? Ich kann immer, wenn ich irgendwie Settings mache oder so, mich auf dieses Blitzen statt mitzuzählen orientieren. Und dadurch wird es halt ein bisschen einfacher, Settings zu machen. Na, bestes Beispiel, ich mache es jetzt mal mit Sound. 1, 2. So, und jetzt weiß ich, okay, Sound ist an. Das heißt, wenn ich jetzt anmache, dann, ja, haben wir jetzt hier mit Sound. Die, ich sag mal, Smooth Swing haben wir hier nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dieses Geräusch reagiert ein bisschen random. Merkt ihr das? Das kommt jetzt kommt wieder was. Aber es ist relativ random, habe ich manchmal das Gefühl. Die Erkennung ist nicht wirklich schön. Ne? Was kann ich noch machen? Also, Farbe ändert sich folgendermaßen. Ich mache jetzt gleich mal auf Rot, damit wir das mit dem anderen vergleichen können. Ich drücke 1, 2 und drücke nochmal kurz lang und zack, ändert er die Farbe. 1, 2 und nochmal gedrückt halten. 1, 2 und nochmal drücken. Und das mache ich jetzt mal eben, bis wir Rot haben. Es sind auch wirklich ein paar Farben drauf, die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Es ist zweimal Grün dabei, warum auch immer. Da ist das zweite Grün. Sind auch beides die gleichen Grün. Ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das andere ist saftiger oder so. Zwei Blautöne. Rot, Orange. Zweimal Pink. Und einmal so ein Schweinchen Rosa. Da ist es. Da ist Rot. So. Hier ist es Rot. Lautstärke kann man auch übrigens einstellen. Geht folgendermaßen. Ich drücke 1, 2, 3 und dann drücken und dann halten. Ah, jetzt war ich zu langsam. Und dann... Ich glaube, bin ich zu langsam? Ich kriege es irgendwie gerade nicht geschissen. Ja, nee, ne? Also man kann die Lautstärke einstellen, das geht auch irgendwie, da muss man halt gedrückt halten, bis der so und so viel mal geblinkt hat. Einmal tippen und dann gedrückt halten und dann switcht er die drei Lautstärken durch. Ja. Ja. Vergleichen wir das Ganze jetzt mal eben mit dem anderen. Ich drücke mal bewusst hier den Lautsprecher hier mal an die Wand, damit er ein bisschen leiser ist. Oder ich mache mal eben den Ton wieder aus. Gedrückt halten. So. 1, 2. Und jetzt ist der Ton aus. Und da ist es an. Ohne Ton. Finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist schon mal ganz gut gemacht. Wir werden jetzt sofort sehen, klar, es ist ein Helligkeitsunterschied da. Das hier leuchtet einfach natürlich viel krasser. Ne? Hat zwei Gründe. Einmal, klar, das ist halt ein rein rotes Schwert. Das heißt, hier sind bei den drei LEDs zwei rote, eine weiße.
oder sogar drei rote, ich bin jetzt gar nicht sicher, muss ich sogar zugeben, wie das nochmal läuft. Ich meine, es sind zwei rote und eine weiße. Hier ist es halt so, hier ist eine rote, eine grüne oder eine rote und eine blaue, whatever, und eine weiße. Dementsprechend wird es immer gemischt, die Farben. Ne? Das heißt, es kann gar nicht die gleiche Helligkeit so bekommen, die gleiche Farbe. Ne? Außerdem, was auch nochmal ein Unterschied ist, das ist einfach eine weiße Klinge hier. Die hier ist ja die silberne und hat so eine Diffusorfolie drin. Ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Man kann natürlich hier den Vorteil machen, man kann hier auch so eine Folie einfach reinmachen aus, ich sag mal, silbernem Geschenkpapier oder so. Kann man sich die einfach selber zusammendrehen wie ein Tütchen und da reinlegen. Ne? Dann spiegelt das natürlich auch nochmal besser auf die ganze Länge. Klar, mit dem hier ist natürlich nochmal ein großer Farbunterschied. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt, klar, ist hier gerade Tageslicht und die Lampe. Es leuchtet wirklich schon gut. Ne? Das ist wirklich okay. Klar, der Längenunterschied ist auch nicht gerade wenig. Es ist halt wirklich so ein Längenunterschied hier. Ne? Wir reden hier von 10 cm immerhin. Mein Fazit generell. Für wen ist das was? Ist das gut? Ist das schlecht? Also ich würde sagen, ich habe es gestern schon ein bisschen befingern können, ein bisschen schwingen können. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Es ist solide, der Hilt ist auch genauso lang im Endeffekt wie der von dem Elegant Weapons hier, ne? Und es hat halt, es kostet halt gefühlt nichts im Verhältnis, ne? Für wen ist das was? Es ist was für jemanden, der einfach nur schwingen will, der einfach nur üben will, wo das auch wirklich egal ist, wenn das Ding 20 Mal runterfällt. Die sind recht solide. Flash on Clash funktioniert übrigens auch, kann ich mal eben noch machen. Also hier, ne, das, ja, Vorführeffekt, da der Flash das dann noch weiß, das klappt also schon ganz gut, ne, also da kann man sich nicht beschweren, es ist halt dann einfach dieses weiße Blitzen hier. Ja, zum Üben wirklich gut, ne, ganz klar, finde ich, für das Geld hat man da wirklich eigentlich ein solides, gutes Lichtschwert, ne, hat Sound, klar, die Schwingsounds, wenn man die, muss ich sogar zugeben, wenn man diese Schwingsounds ausmachen könnte, würde es mir besser gefallen, weil manchmal sind die einfach deplatziert. Was ich feststellen konnte, manche haben das Problem, wenn die das zu schnell spinnen, dass dann dieses Flash on Clash getriggert wird. Das konnte ich allerdings nicht feststellen. Also ich habe es wirklich schnell geschwungen. Ich werde auch gleich nochmal einblenden, oder beziehungsweise ich blende jetzt mal eben kurz ein, wie das überhaupt aussieht, wenn man das im Dunkeln schwingt oder im schlechten Licht, sage ich mal. Sieht eigentlich wirklich ganz gut aus und es wird halt kein Flash und Clash dabei getriggert. Ja. Ja, was lässt sich noch dazu sagen? Also wie gesagt, für jemanden, der sich das einfach hinhängen möchte, der vielleicht einfach, einfach so nach dem Motto, dann habe ich was, eins, oder einfach nur zum Üben, finde ich die wirklich gut. Ne? Also dafür, dass es aus China ist, absolutes Massenprodukt, whatever, und nicht wie bei diesen deutschen Seiten gesagt wird, deutsche Ingenieurskunst und so, das ist nicht Gillette, das ist ein chinesisches Dingen, ganz einfach, ne, da ist auch nichts irgendwie in Zusammenarbeit mit irgendwelchen, ach, keine Ahnung, ne, aber ich find's gut, ich find's wirklich okay, kann man nichts gegen sagen, schön ist bei der Klingenlänge, man kann auch schön zu Hause viel damit machen, ob man jetzt auch wenig Platz hat bei der Klingenlänge, deutlich angenehmer als mit der 90er hier. Die 10 cm machen wirklich einen guten Unterschied, um einfach auch zu Hause üben zu können. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.